Zum Thema archimedischer Auftrieb. Es ist erstaunlich und bemerkenswert, wie der Schüler Dylan Schmitz sich im Wasser bewegt. Hut ab, Dylan. Dies ist nur möglich durch großes Talent, sehr viel Training und nicht zuletzt auch durch den archimedischen Auftrieb, durch den Dylan im Wasser leichter ist als in der Luft. Doch um wie viel leichter ist Dylan im Wasser? Wenn Dylan im Schwimmbecken taucht, verdrängt er eine Menge Wasser und es ist genau die Anzahl Kilogramm des verdrängten Wassers, um die Dylan im Wasser leichter ist. Wir modellieren hier den archimedischen Auftrieb. Durch diesen Behälter, das ist das Schwimmbecken ist randvoll mit Wasser gefüllt und das hier, das ist der Dylan. Jetzt taucht der Dylan ins Wasser ein und beim Eintauchen wird sein Körper eine gewisse Quantität Wasser verdrängen. Und die verdrängte Quantität Wasser wird jetzt hier überlaufen. Dieses Wasser wird in dem Auffangbehälter darunter gesammelt und jetzt brauchen wir nur noch dieses Wasser, dieses übergelaufene Wasser zu wiegen und somit haben wir die Quantität des verdrängten Wassers bestimmt. Archimedes von Syrakus muss sich riesig gefreut haben, als er das, der Legende nach, in der Badewanne herausgefunden hatte und laut auf Griechisch rief, Eureka, was so viel heißt wie ich hab's gefunden. Ein Körper schwimmt auf dem Wasser, wenn seine Gewichtskraft gleich zum archimedischen Auftrieb ist. Und ein Körper sinkt im Wasser, wenn seine Gewichtskraft streng größer ist als der archimedische Auftrieb.